Ja gut, na dann, sieht so aus, als würde ich das auch aufs Screen machen. Ja. Ich muss hier vieles offscreen machen. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich mache es nur offscreen, wenn ich es schon gesehen habe, wenn er schon. Ja. Wenn ich es schon gezeigt habe, also ich zeige alles. Also wenn ich jetzt kurz vor letzten Münze. Der Kellerschlüssel wird dir hier nichts nützen. Da haben wir den Hinweis, der Kellerschlüssel. Ja, die Münzen sind hier sehr nutzlos. Ich wollte gerade sehr nutzvoll sagen. Ich kann einfach nicht lügen. Ja gut, dann gehen wir noch mal kurz in den Keller. Bevor wir dann wirklich runtergehen, müssen wir noch mal was anderes erledigen. Also hier können wir aufschließen. Erstens haben wir noch das eine Level im Obergeschoss zu machen. Andererseits. Ja, so sieht's ja aus. Gehen wir gleich wieder zurück. Andererseits haben wir hier noch was zu erkunden. Und wo der Buhu hier haust, folgen wir dem Buhu in den Hintergarten. Hier gibt's Münzen bei den Buhus. Muss man aufpassen, dass man nicht von denen getötet wird. Ja gut, da habe ich jetzt gerade in der Treppe ein bisschen gebackt. Ich glaube, der Buhu hat sie hier. Ja, genau, der Buhu. Wie besiegen wir denn die Buhus hier? Das muss ich auch noch rausfinden. Ja, im Wasser kann man sich wieder heilen. Im Wasser und mit Münzen. Ja gut, ich würde mal sagen, mache ich auf jeden Fall eine Aufnahmepause. Ansonsten. Und damit seid gegrüßt, neben Zwerge genommen habe zu Nadalem zu einem Part. Super Mario 64. Super Mario 3D All-Stars. Versuch grad mal was. Ja, genau das versuche ich. Sehr gut. Dann bei der nächsten Kurs freigeschaltet. Hier gibt es einen geheimen Kurs. Naja, so geheim ist er nicht mehr. Aber man muss den Buhu erst besiegen und dann kann man hier auf Geisterjagd gehen. In Big Boos Burg. Ja, heute wird es ein bisschen spooky. So sieht's aus. Ist auch schon Oktober. Komm nun her. Das tue ich jetzt. Und hier haben wir schon das erste extra Level. Ja, was wohl, den Block habe ich jetzt verschwendet. Aber egal. So, ich würde mal sagen, versuchen wir erstmal hier reinzukommen. Ja, dieses Level ist mir tatsächlich. Ich habe es mal gespielt, aber ich habe es nie wirklich komplett. Also, ich bin da relativ blind. Ach du Scheiße, ja. Solche Sachen zum Beispiel. Da war ich das Game Blinds drin. Rote Münzen. Haben wir hier. Aha. Und das mit Spuk war. Den Spuk auf den Grund gehen. Ja, werden wir mal schauen, wie weit wir hier heute kommen. Wie oft wir hier sterben müssen. Ich glaube, die Augen kann man relativ leicht kaputt machen. Indem man sie einfach verwirrt. Die Buhus sind ein bisschen lästiger. Die musst du von hinten greifen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen, dann kannst du aber was erleben. König Buhu, oder was? Von wem ist hier die Rede? Ja. Schauen wir uns mal um. Was gibt's hier? Was geht hier vor sich? Ich war noch hinter ihm. In dem Geist.
Was soll's? Das ist bestimmt auch nicht die Quest gerade. Müssen wir vielleicht erst drüber locken oder was? So von vorne können wir den nicht besiegen, oder? Ah, wir können durch ihn durch. Okay. Ich erkunde jetzt hier erstmal das Schloss. Das haben wir ja getan jetzt. Das Klavier müssen wir noch irgendwie besiegen. Da habe ich keine Idee, wie wir das machen sollen, aber okay. Da kann man noch irgendwas machen in diesem Raum. Ich meine, dass man da hochspringen kann. Verdammt, jetzt sind wir ja mal Game Over gegangen. Ist vielleicht blöd, dass das hier... Dass das allzu sehr... Oh, jetzt müssen wir den nochmal besiegen hier. Dürfte nicht allzu schwer sein. Ja. Rein da. Big Boosburg, geh auf Geisterjagd. Okay, was auch immer das bedeuten mag, sollte ich vielleicht mal recherchieren. Das wäre vielleicht nicht allzu schlecht. Wenn man das von der richtigen Seite macht, dann kommt man auch auf die, kommt man auf den Turm hoch. Auf jeden Fall eine gute Idee. Geh auf Geisterjagd heißt für mich erstmal eine Berufs besiegen, oder? Oder nicht? Vielleicht explizit diese Berufs hier. Die hier. Okay. Machen wir es jetzt am dümmsten. Nein, von hinten. Ich krieg euch von hinten. Klingt erstmal ein bisschen feige, aber so besiegt man die am besten. Verdammt. Wunder mal wieder besiegt. Jo. Dann die nochmal von hinten. Nehmen wir den Geist von hinten. Das klingt falsch, ist aber richtig. Was? So, wir versuchen mal hier, nicht durch den Haupteingang reinzugehen. Es gibt nämlich noch einen Rückeingang, einen Hintereingang. Meine ich doch, oder? Müsste doch ein Hintereingang, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Müsste sich irgendwo einen Hintereingang geben. Wir reden jetzt Münzen. Wir müssen wahrscheinlich die 100 Münzen auch nochmal machen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich die Geister besiegen. Den Stern. Ach, jetzt sind wir hinter dem Gemälde. Das habe ich gerade gesehen, als ich da. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du etwas erleben. Ja, gut, das hat da schon mal jemand gesagt. Den großen Bruder werden wir hier wahrscheinlich auch noch erleben. Okay. Alle Geister töten. Um auf Geisterjagd gehen. Schade, dass wir hier nicht mit Luigi spielen können. Das wäre sein Level. Das wäre ganz Luigi's Terrain hier. Suit 2 haben wir schon. Hier war glaube ich noch einer. Ja, da haben wir schon. Da haben wir glaube ich schon mal besiegt. Ja, eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man sie einmal von hinten angreift. Echt keine Ursache. Wenn die ganzen blauen Münzen könnte das hier, das 100 Münzen sammeln hier könnte nicht so schwer werden. Das kann man schaffen. Ich habe noch ein Buch.
Muss man halt. Ach, verdammt. Oh, wir sind nicht tot. Mit dem Weitwinkel muss man halt noch ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Ach du Schreck. Ja, okay. Haben wir ein Büro-Zimmer. Jetzt habe ich mich verirrt. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, hier können wir auch außen drum rum. Okay, wie kommen wir jetzt hin? Gibt es eine Ausgangstür? Ich will hier raus. Ja, hier geht's raus. Okay. Okay. Fahrstuhl? Ja, sehr gut. Fahrstuhl. Ein spooky Fahrstuhl. Au, Kacke. Werden wir gleich beschossen von dem Auge oder was? Du kannst nicht hinterher gucken. 41. Okay, ja, wenn wir runterfallen, dann war halt in dem Wasserbecken. Unsere Mission ist, die Geister zu besiegen. Wir übernehmen hier Luigi's Jobs. Den Geisterjägerjob hatte der damals noch gar nicht. Hat er erst später bekommen, als Mario. Das nach Mario 64 war Mario die Aufgabe satt. Hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Verdammt, nicht schon wieder. Oh, ich will nicht. Ach, komm schon. Müssen nur den einen Geist umhauen. Jetzt müssen wir die kleine Ehrenrunde nochmal machen. Einmal hier ums Haus. Wir können auch durch das Haus, aber da verliere ich die Orientierung. Also hier nochmal ganz schnell. Den gehört auch mit dazu, das hier mal zu überstehen. So. Ein kleiner Lift nach oben. Das Auge ist ja weg. Ich kann es nicht mehr angreifen. Das ist gut. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal. So, das hat auf jeden Fall ein bisschen was von Luigi's Mansion. Das ist auf jeden Fall schon erste Luigi's Mansion Charakterzüge. Obwohl Luigi's Mansion hat Super Mario 64 Züge, eindeutig. Nein, nicht. Komm Mario. Sehr gut. Oh, jetzt sind wir der Unruhestifter. Okay, wir haben jetzt schon ziemlich viele Geister besiegt. Müssen wir hier noch einen besiegen, oder war es das jetzt schon? Oh, hier ist noch ein großer. Ein Big Boo. So heißt das ja hier auch. Na komm. Ich kriege auch noch. Ah, jetzt wird er kleiner. Müssen wir dreimal hauen. Jetzt bist du ja nicht mehr so big. Na komm. Nice, da haben wir den Stern. Der jetzt da oben ist. Ah, okay. Hier öffnet sich eine Treppe. Luigi's Mansion. Hat auch ein bisschen Resident Evil Style. Ja, der Luigi's Mansion ist ja so ein bisschen. Kann man, wenn man will. Ich würde es als Resident Evil für Kinder bezeichnen. Treue Resident Evil Fans würden dann widersprechen, aber ja, im Prinzip so ein bisschen Gruselhaus.
ist da schon dabei. Besuche Big Boo's Karussell. Da waren wir ja, glaube ich, schon. Oder? Habe ich da was verpasst? Big Boo's Karussell. Damit können wir auch, glaube ich, gleich in die Hütte rein. Digga. War das nicht so? Können wir ja gleich einmal noch das Auge ausschalten. Da verdreht sich das Auge. Verdreh doch nicht so die Augen. Das ist nur Mario. So, Big Boo's Karussell. Das war doch hier die... Die Jahrmarktsmusik dort unten. Da gibt es den nächsten Stern für uns. Die Musik finde ich ja wieder sehr schön. Oh, Big Boo's Karussell, ja, Geister besiegen und nicht selbst besiegt werden. Jetzt sind es schon zwei, verdammt. Oh Mann, pass mal auf, dass wir nicht ins Feuer kommen. Ich glaube, hier müssen wir alle Boo's besiegen, bevor die uns besiegen. Nach bei den Gedrehen wird es doch nie was. Oh, da kommt Big Boo schon. Sehr gut. Na komm, dich kriegen wir noch einmal von hinten. Sehr gut. Der zweite Stern hier im Kurs. Habe ich doch schnell beriffen. Na komm, zurück. Hol ihn dir den Stern. Die Räumlichkeit. Muss man erstmal begreifen. Haben wir den 27. Stern schon. Ja, haben wir schon ein bisschen Fortschritt im Spiel. Das sind noch einige Sterne, die wir hier zu begehen haben, zu finden haben. Ja. Löse das Büchereirätsel. Das Büchereirätsel. Mhm. Okay, Büchereirätsel. Da haben wir noch keine Bücherei gesehen. Oh, wir sind ja erster Stock. Sehr gut. Natürlich. Hier nicht. Sieht nicht wie eine Bücherei aus. Bücherei. Oh, hier gibt es noch einen. Sieht aus wie eine rote Sterne-Dings. Oh wei, Bücherei, das Thema Bücherei. Was, ich hab die Kamera auf fixiert. Hier werden wir weiterhin geschossen. Aha. Hier sind drei Bücher. Na. Das war falsch. Also das hier. Dann das hier. Und dann das hier. Büchereirätsel schon bestanden? Tatsache. Okay. Geht's durch die Tür? Der Stern. Das war ja leicht. Informieren Hebel richtig und rechtzeitig und richtige Reihenfolge aktivieren. Das Büchereirätsel haben wir gelöst. Gut, Buhu, du musst noch mal dran daumen. Der arme Buhu hier. Wie wir denn hier quälen. Finde die 8 roten Münzen. Das kriege ich hin. Glaube ich. Die roten Münzen. Dürfte nicht so schwierig sein. Einmal die Dörfer. Die Räume abklappern. Hier haben wir das Klavier. Da ist eine rote Münze. Müssen wir mal hoch. Sehr gut, Nummer 1.
Da ist Nummer 2 durch im selben Raum. Na komm, hier. Ist ja praktisch. Nummer 2. Hier eventuell müssen wir auch nochmal runter. In den unteren Raum. Verdammt. Nochmal Schaden nehmen. Von dem Gast lassen wir uns gar nichts sagen. Jo. Okay, hier ist keine rote Münze, wie es ausschaut. Hier drin. Nee, warte. Da war noch eine andere Tür. Hier. Ja gut. Das ist ja die Verbindungstür hier. Dann nehmen wir mal hier den Weg. Verdammt. Aber da müssen wir vielleicht sowieso runter. Rote Münzen finden. Eine rote Münze hier. Sieht nicht so aus. Na dann raus hier. Schöne Musik, schöne Rummel-Jahrmarktsmusik. Und wenn hier keine rote Münze ist, dann verdünnisiere ich mich doch wieder. Sehr gut, dass man hier nicht aus der Map fallen kann, dass man hier nur runterfällt ins untere Becken. Ist auch eine Art Strafe für den Spieler, dass du halt den Weg hier nochmal auf dich nehmen musst. Aber ja, 2 Münzen hatten wir glaube ich schon. 2 rote Münzen waren es. Okay, hier irgendwo rote Münzen. Ich sehe keine. Vielleicht hier im Haus, ums Haus herum. Muss mal gucken, hier mal ums Haus herum rennen. Muss ein bisschen gesucht werden. War da drin nicht eine hier in dem, im Hinterhaus? Ich meine mich zu erinnern, dass hier eine drin war. Die Maus besiegen. Nee, hier ist keine rote Münze. Wo verstecken sich die roten Münzen? Das wird langsam ein bisschen seltsam. Alle im ersten Stock oder was? Ich kann ja eigentlich fast gar nicht. Hier den Kaugummi-Kugel-Spinner besiegen. Das sieht so aus wie eine Kaugummi-Kugel, die da. Die Kaugummi-Kugel, die du damals aus dem Automaten gezogen hast. Und wer kennt die noch, die Automaten, dieser. Die Straßenautomaten, wo da halt dieser. Ja, wo du diese Kugeln bekommen hast, diese Kaugummi-Kugeln. Genau, das war's. Meine Kindheit. Würdest du heute nicht mehr machen. Die so eine Kugel aus dem Automaten ziehen. Aha. Hier ist eine rote Münze. Hinter dem Klavier versteckt. Okay. Und 3 rote Münzen haben wir schon, das ist ein bisschen wenig. Dafür, dass wir schon so viel erkundet haben. Okay, im Bücherregal noch welche. In der Bücherabteilung. So war der Code. Oben das und dann das hier. Nee, ich habe hier aber keine rote Münze. Nee, hier war nur der Stern. Ah, hier können wir vielleicht rüber. Nee, können wir nicht. Wir können nur runterfallen. Raus aus der Tür. Lass uns nicht von einem Klavier besiegen.
Hier waren wir noch nicht. Ja, jetzt muss ich das Auge besiegen. Lass mich trotzdem mal treffen. Ein Ende der Säge vielleicht. Ja, Nummer 4. Nummer 5. Da schlummert doch irgendwas zwischen. Okay, 5 haben wir hier schon. Die anderen 5 war vielleicht auch noch. In dem Raum hier. Bedenkbar. Oha. Haben wir noch rote Münze. Nummer 6. Okay. 2 Münzen müssen wir hier noch finden, wenn ich richtig gezählt habe. Wenn ich das ganz richtig gezählt habe. Da ist noch eine. Nummer 7. Da unten waren wir, glaube ich, schon mal hier runterfallen. Das nehmen wir in dem Raum. Eine Münze noch. Eine rote Münze. Wo habt ihr die versteckt? Hier nicht runterfallen. Da im Klang. Ah, da ist eine rote Münze. Sehr gut. Wir sehen den Stern nicht. Weiter. Hier durch. Ich glaube, der ist da oben, oder? Da ist der Stern. Auf seiner Plattform. Sehr gut. Der nächste Stern freigeschaltet. Haben wir die roten Münzen gesammelt. 8 rote Münzen. 29. Unser 30. Stern kriegen wir den heute auch noch. Mal schauen. Kletter auf Big Boos Balkon. Ah, da muss ich ein bisschen hüpfen hier. Die Federkappe, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Doch, die haben wir schon freigeschaltet, aber irgendwie noch nicht aktiviert. Wäre noch eine Möglichkeit. Okay, wie kommen wir da hoch? Außer wenn wir das... den Block benutzen. Münzen. Hier nur Münzen. Okay. So. Ich gehe mal gezielt hier hinein. Versuch mal grad was. Ah ja, das geht auch. Da kann man doch hochkommen. Das hatte ich noch im Kopf, dass ich da niemals hochgekommen bin. Als Kind. Wann habe ich das letzte Mal privat gespielt? Oh wei. Jetzt haben wir das Buch ausgelöst. Mario. Seit wie lange habe ich das? Habe ich die DS-Version? Ein Kind kann man kaum mal sagen. Das werde ich ein bisschen versuchen müssen. Okay, eine blaue Münze. Ein bisschen Wandsprung. Wandsprung muss gekonnt sein. Sehr gut, jetzt sind wir oben. Und da sind wir schon in dem neuen Raum. Ein paar blaue Münzen freischalten. Münzen freischalten. Sehr gut.
Ah, jetzt haben wir hier ein Buhu. Ist, glaube ich, nicht Aufgabe, aber können wir trotzdem mal ausschalten. Ist nicht verkehrt für die blaue Münze. Oh, das 100 Münzen können wir auch klären. Ah, oh, ah, ach du Scheiße. Müssen wir da oben auf dem Balkon besiegen. Ach du Schreck. Das kann ja was werden. Du musst Balkon, ganz genau.